Herzlich willkommen, Nordmann TV Live Talk. Wir starten in eine neue Saison und alle, die schon den Livestream jetzt immer angeschaut haben, die wissen das. Ich weiß nichts, er weiß alles und deshalb ist er jetzt immer neben mir. Peter Himmelsberger, The Brain. Ihr habt jetzt The Brain getauft. Ja, das ist schön von dir. Also ich darf auch einmal Hallo sagen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja. Nordmann TV Live Talk, das hört sich immer gut an. Für alle, die es jetzt vielleicht nicht sehen, wir stehen in der Stadthalle. Genau, hinter uns. Die Stars von morgen schon beim Training. Genau, gehen wir gleich voll rein, weil bei der Teampräsentation hätten wir gesagt, es ist total viel neu. So, jetzt fangen wir mal an. Die Nordmänner lassen wir mal draußen, dann machen wir eigene Sendung. Aber was haben wir jetzt im Nachwuchs? Soll ich Nachwuchs sagen? Ist das ein Stichwort oder ist das zu allgemein? Ja, Nachwuchs ist schon ein gutes Stichwort. Okay. Gebe dir recht. Aber wir landen mit dem Nachwuchs bei den zweiten Bundesliga Damen und Herren. Ja. Ganz interessant waren wir bei den Damen. Ladies first. Immer. Unsere UAW Girls. Zweite Bundesliga Damen. Wir haben 18 Spielerinnen. Und das Durchschnittsalter, da will ich was schätzen. Boah, das ist wahnsinnig. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich schaue jetzt mal. Ich glaube, dass wir jünger sind als letztes Jahr. Ja. Ich glaube, zum Beispiel Anna Mengel spielt ja nicht mehr. Die hätte uns plus 10 Jahre gebracht im Durchschnittsalter. Nein, ist leider nicht mehr dabei. Aber Durchschnittsalter, ich sage 21. Ja, 18,27 Jahre jung. 18,7? Ja, ist okay. Wahnsinn. 18 Spielerinnen, Durchschnittsgröße haben wir 1,73 Meter, das haben wir nicht die größten. Aber beim Alter sind wir sicher, ich glaube, eine von den jüngsten Mannschaften. Okay. Ist super, es ist toll. Und davon haben wir 5 Nationalteamspielerinnen, die was im Kader sind, beim Nationalteam, Beach und Halle und Nachwuchs oder ältere Kategorie. Also ja, man merkt diese Nachwuchsschmiede, UAW, Volleyball, ich stehe auf Volleyball. Die es zieht. Tut sich was und die zieht. Die zieht. Genau, ja. Und die spielen ja nicht nur jetzt in Niederösterreich, die spielen echt nochmal zweite Bundesliga, ist Österreich weit. Österreich weit, ja. Mhm. Beginnen da mal mit den Mädels mit dem ersten Heimspiel bei uns am 12. Oktober. Gleich aufschreiben. Wird da 4. Runde. Wir beginnen um 11 Uhr mit Landesliga Damen. Dann spielt die zweite Bundesliga Damen, Herren. Und dann zum Abschluss die erste Bundesliga gegen Hypo Tirol. schauen wir mal, was da rauskommt gegen einen amtierenden Meister. Lassen wir uns aber überraschen. Das Angebot steht wieder, weil sich alle 4 Spiele gönnt. Ja. Kriegt von uns 2 ein Bier. Ja. Wirf jetzt gleich mal in die Exklusiv Runde. Exklusiv noch ein Nordmann TV. Werden wir das mit oder natürlich, wir haben ja so gute Getränke von der Zwettler Brauerei, auch alkoholfrei. Genau. Da sind wir nicht nur genderneutral, sondern auch getränkeneutral. Und bieten euch, wer sich alle 4 gönnt, ein Freigetränk auf uns 2. Ja, und die zweite Bundesliga Damen, dass wir nochmal zurückkommen. Ja. Die ganz, ganz große Neuerung ist eigentlich der neue Trainer. Mhm. Ich glaube, wir werden da eher eine eigene Sendung noch mal dazu machen. Müssen wir. Nur ganz kurz allein. Das ist der Gianluigi Brotto, ein italienischer Trainer mit einer hochmotivierten Einstellung. Ist, sage ich mal, ganz ein cooler Typ. Aber dazu mehr. Und die restliche Staff vom Co-Trainer und sportlichen Leiter im Damenbereich, Löschenbrand Stefan. Brauchen wir nicht sagen, Lösche, schöne Grüße nach Irland, der ist gerade in Irland. Ja. Sonst wäre er heute auch dabei. Ja, das hat sich bei den Damen so ein bisschen getan. Das ganz genaue Nähere werden wir dann bei der live übertragenen Nordmann TV immer sagen. Genau. Wir sind gerade noch in der Vorbereitung, ob wir die zweiten Bundesliga Damen und Herren übertragen oder nicht. Woran liegt das, Peter? Naja, es muss auch wer machen, diese Arbeit. Das heißt, dass man die Übertragung zumindest mit Score und alles macht, ohne Kommentar noch, werden wir schauen. Ja. Da müssen wir ein Team aufstellen und das ist noch ein bisschen in Arbeit. Da sind gerade ein paar junge Gedanken, junge Leute, engagierte Leute, bei den Damen und bei den Herren, vor allem bei der zweiten Bundesliga Herren. Schauen wir mal, was sich da tut. Wäre aber cool, glaube ich. Oder, oder es gibt Highlight-Spiele, wo man sagen, genau. Da schalten wir uns drin. Schauen wir sich das noch. Auf jeden Fall kommt es in die Halle. 12. Oktober. Genau, beginnende Damen. Wie schaut es bei den Jungs aus? Ja, die Jungs sind auch. Durchschnittsalter. Sind wir auch so jung wie bei den Mädels? Ein bisschen älter. Ein bisschen älter. 19,3. Nein, ein bisschen älter sind wir da noch. 22 Jahre. Okay. 1,87 Meter Durchschnittsgröße. Ja. 18 Spieler im Kader. Okay. Das ganz Interessante daran ist, unser Jakob Cicco Bretta, unser Libero von der ersten, wird nicht mehr Libero in der ersten Bundesliga spielen. Es ist schon ein bisschen durchgedrungen
beim besten Volleyballpublikum Österreichs. Ja. Aber er hat sich entschieden, er wird die zweite Bundesliga komplett coachen, trainieren. Mitspielen möchte er nicht mehr, schauen wir mal. Nimmer will er nicht. Ich habe einmal gehört, nach seiner Leistung im Beachvolleyball, wo er so viel geblockt hat bei der ÖMS, ja, dass er Mittelblocker wird. Aber genau. Will er nicht. Nein, werden wir schauen. Er steht einmal im Kader, aber nein, ist super, was der Jakob da macht für einen Job mit den Burschen, muss man wirklich sagen. Von der Organisation angefangen, weil das ist ja auch nicht, du fährst auch in ganz Österreich um und um. Es ist kein Honigleck, nicht. Also, ich finde es toll, dass er es macht. Mhm. Wir Nordmänner finden es toll. Jakob, danke. Ja. Und das wirklich Herausragende bei dieser Mannschaft ist, von 18 Spielern im Kader gibt es 9 Nationalteamspieler. Wow. Also da ist der Schnitt noch ein bisschen höher als bei den Damen. Ja. Beach und Halle wiederum. Und wir haben aktuell ein bisschen vorgegriffen bei den Nordmännern. Haben wir ja heuer 7 Österreicher dabei und davon sind 6 auch Nationalteamspieler. Ja. Also, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Und das Trainerteam neben Jakob, der kriegt wieder Unterstützung. Wie voriges Jahr von Philipp Träger, der ist der Co-Trainer. Macht einen super Job dort, der Philipp. Macht da gerade die Ausbildungen weiter. Ja, die rechte Hand vom Trainer habe ich mir da ein bisschen hergeschrieben als Schummler. Hingeschrieben, ja, ja, ich sehe das. Er ist die rechte und die linke Hand, kann man eigentlich sagen. Nein, nein, macht es wirklich super. Und ja, ich freue mich schon. Wir schauen mit den Burschen, was da heuer rauskommt. Ja. Dintl Jakob, der muss jetzt ein bisschen rausnehmen. Der Dintl Jakob ist ein 2008er Jahrgang. Mhm. Das heißt 18, der ist jetzt 16 Jahre. Mhm. Spielt das schon, spielt auch im Nachwuchsnationalteam. Schaut groß. Schon älter aus, weil er groß ist. Wahnsinn, hat aber vorher so ein bisschen mit angefangen, da wirklich mit zum Trainieren. Mhm. Einen enormen Fortschritt gemacht und so geht es bei den anderen auch. Also, ich kann nicht, wir können nicht jeden erwähnen, weil dann glaube ich sitzen wir in 3 Stunden auch noch da, wenn wir das alles durchgehen. Aber wir werden in den, im Nordmann TV das dann ausführlich immer von Spiel zu Spiel, von Wochenende zu Wochenende ein bisschen mehr berichten. Genau. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, worauf ich mich richtig freue heuer in der Season, dass man wirklich, ist es eine richtig große Packung Waldviertel in den Nordmännern drinnen. Das heißt, viele Eigenbauspieler, viele Jungs, die den Sprung geschafft haben in die zweite Liga bei den Damen, bei den Herren und auch in den Nordmännern, die jünger geworden sind. Und sehr viel mit Eigenbauspielern. So ist es. Und wir haben schon so viel, dass wir gar nicht mehr alle in der zweiten Bundesliga Damen und Herren einbringen. Darum gibt es schon eine Landesliga Damen und eine Landesliga Herrenmannschaft. Und dann Nachwuchskategorien U20 bis runter zu den Minis haben wir sowieso in jeder Kategorie, männlich und weiblich. Also wir gehen mit über 40 Teams her in den Bewerb. Über 40 Teams? Ja. Ja. Ist ja Wahnsinn. Genau, wissen wir es dann in den kleinen Feldbereichen, kommt es drauf an. Aber der Löschi und der Mitch haben schon gesagt, dass wir da nicht nur mit einer, zwei, drei Mannschaften spielen, sondern teilweise mit 4, 5, 6 oder 7 Mannschaften in einer Kategorie. Also nicht doppelt gezählt, sondern wirklich in einer. Und nur in männlich. Statistisch exakt genau. Über 40. Ja, wir haben es Zulauf, ist gigantisch und da steht ja der Verein. Mit Männer stehen Herausforderungen Ende nie. Wenn es mit einer Baustelle fertig, kommt die nächste. Ja, so ist es. Und wer Fragen hat, Peter weiß wirklich alles. Das ist, er hat jetzt, glaube ich, es liegen 5 Zettel, du hast jetzt nie drauf geschaut, das sprudelt alles aus dir raus, glaube ich. Was hast du im Sommer gemacht? Vorbereitet auf den Nordmann TV Live Talk mit dir. Ich meine, was ihr jetzt auf jeden Fall tun könnt, ist erstens kontrolliert am Handy noch einmal. Manche haben ja vielleicht über den Sommer Geburtstag gehabt, haben ein neues Handy. Ist die App installiert? Das würde man total empfehlen, wenn die Season anfängt. Die brauchen wir unbedingt. Genau. Und dann auf jeglicher Plattform, wo ihr unterwegs seid. Also ist es zum Beispiel Facebook, abonnieren, gefällt mir drücken, Instagram, unseren Kanal natürlich liken, die Nordmänner. YouTube. Da, wo ihr jetzt schaut, genau. Da unten ist so ein Button, wo abonnieren oben steht. Wir finden es cool, dass ihr immer zuschaut und es schauen ja wirklich immer richtig viele zu. Auch bei den Livestreams und genießen das volle Package, wenn ihr dann aber jetzt nur unten drauf drückt. War es perfekt? Wär's perfekt. Oder ist es perfekt? Wir sind schon knapp bei 900 Abonnenten im YouTube-Channel. Ja. Heuer wollen wir den 1000er knacken. Also bitte. Wenn wir das nicht vom ersten Spiel haben, fangen wir nicht abonnieren, an. Abonnieren, genau. Und weiter sagen, uns freut's und es kostet nichts und ihr habt immer alle Infos wirklich top, brandneu im Wohnzimmer.
Einfach oder alles daheim. Tablet oder egal wo überall man ist. Genau. Egal wo man ist. Sehr gut. Und wenn wir schon beim Aufruf sind, einen Aufruf haben wir schon noch oben. Ihr könnt es machen. Direkt da rein oder direkt da oben. Da. Ich glaube, du, ihr, seht es. Wir suchen Leute. Helfer, Unterstützer, die was für den Verein sagen, ja, es taugt mir, es ist cool bei euch. Wir helfen mit. Wir brauchen beim Buffet, Leute. Wir brauchen bei Veranstaltungen. Wir brauchen beim Nordmann TV. Wir brauchen Unterstützung, wenn wir Nachwuchsspiele haben. Wir brauchen öfter Fahrer, dass er sagt, ja, okay, ich setze meine, ich fahre mit euch. Ich bringe die Kinder dorthin mit einem Trainer oder mit einer Betreuerperson natürlich und bringe euch wieder gut heim. Und, weil diese Herausforderung, was in der heutigen Zeit ist, wir haben das Service, dass wir die Kinder sammeln und dass wir mit ihnen runterfahren. Das ist im Verein das wert. Soll auch so sein, dass die gut hin und her kommen. Wir taten uns da wirklich über jeden kleinen Handgriff, Unterstützung oder organisatorisch auch in jeder Hinsicht wirklich freuen. Und für uns war es eine Riesenhilfe, weil wir sind 14 Leute im Vorstand, wir haben 5 oder 6 Beiräte auch. Wir haben schon 50 Helfer bei den Veranstaltungen, die was sagen, ja, bitte schreibt zu uns. Wir würden das, alles nur ein bisschen toppen her und in die nächsten Jahre. Ja. Stadthalle Zwettl, da tut sich immer was, entweder gesellschaftlich, kulturell, Kulturhauptstadt, Sporthauptstadt im Bezirk Zwettl. Das ist, und für das brauchen wir halt, leisten wir Volleyball, wir nutzen auch unseren Teil. So ist es. Kettern und verpflegen hier die ganze Staff bei jeder Veranstaltung. Ja, und da freuen wir uns, und wir kennen es nur, der Rocher, sage ich mal, indem wir uns alle einspaxen und wenn wir so viele Helfer wie möglich haben, mit Daten uns gefallen. Also einfach melden, hören, einmal schreiben über die Homepage oder direkt vorbeikommen. Tobi Rudig, Ansprech Nummer 1, Ansprechpartner. Nein, bei mir möten, bei Werner, bei Tobi. Egal wo. Also egal wo, bitte. Egal wo. Wir taten uns gefallen. Ja, und es zahlt sich aus und ist für jeden was dabei und für jeder, weil es, das, wie du gesagt, so breit gefächert ist. Also wenn einer Livestream-Regisseur sein will oder Kameramann oder Kamerafrau, egal oder was, kommentieren will mit dem Tobi Rudig. Oder mit Peter Himmelsberger. Oder auch die Halle aufbauen, anbauen. Also wir haben alles genug. Es gibt, glaube ich, nichts, was nicht ist. Wir sind das AMS des Volleyballs, des Vereins. Nein, wir haben alle Jobs. Aber würde uns echt freuen, wenn wir da ein bisschen mehr werden. Genau, ja. Zusammen macht es einfach Spaß. Genau. Mehr Spaß, ist es ein bisschen einfacher. Genau. Und wir könnten auch gern zu dritt da stehen. Genau. Ist überhaupt kein Problem. Haben wir einen, der was das machen will. Oder eine Dame oder einen Herrn. Genau. Also wir freuen uns. Wir sind für alles offen und haben uns jetzt richtig gefreut, dass wir jetzt wieder mit euch da in die Saison starten können. Freuen uns aufs erste Heimspiel. Ihr wisst es, 12.10.2024 sehen wir uns da in der Stadthalle Zwettl. 11 Uhr. 11 Uhr ist das erste Spiel. Mit den Landesliga-Damen, genau. Ich bin gespannt, wer da sind. Wir sind da auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt schon den Wecker gestellt, Peter. Ja, der Countdown läuft schon. Ja. Das ist so wie beim Bundesheer beim Anrüsten. Ne? 42 Tage noch, 10 Tage noch. Der rennt bei uns schon seit dem letzten Spiel, wo wir in Röhl und Over gehabt haben, das war im April. Ne? Ja. Seitdem hat der neue Content schon angefangen. Wir können schon gar nicht mehr warten. So ist es. Hoffe ich auch. Schön war es in diesem Sinne, Peter. Dir können die letzten Worte. Danke, Tobi, danke. Ich finde es super, wenn wir den Nordmann TV Live Talk wieder einführen. So ist es. Es ist immer irgendwas dabei, es ist lustig. Ja. Genau. Und wir sehen uns. See you in the hall. Ciao. Danke, ciao.